Hallo, hallo und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Applied Energetics 2 Tutorial. Heute geht es um den Fluid Export Bus und der wird hergestellt aus zwei Iron Ingots, einem Formation Core, einem Piston und zwei grünen Färbemitteln. Und um den zu nutzen, brauchen wir auf jeden Fall ein ME-System und ich habe das Ganze hier einmal schon mal aufgebaut. Das bedeutet, wir haben einen normalen ME-Controller, einen ME-Drive mit zwei Fluid Storage Cells, ein Fluid Terminal, das ist auf jeden Fall wichtig, um mit Flüssigkeiten in Applied Analytics zu arbeiten, und wir haben einen Fluid Export Bus. Wenn wir auf unser Fluid Terminal gehen, ich packe jetzt hier ein bisschen Lava rein, packe hier ein bisschen Wasser rein, dann sehen wir, okay, ist hier im Grunde genommen erstmal alles eingespeichert. Erstmal alles supi. Wenn wir jetzt allerdings Flüssigkeiten anderweitig nutzen wollen, entweder in einer Maschine oder wahlweise in einem anderen Tank, hauptsächlich allerdings in einer Maschine, dann brauchen wir einen ME Fluid Export Bus. Und den konfigurieren wir folgendermaßen. Das bedeutet, wir brauchen erstmal zunächst einmal wieder unsere Flüssigkeit einmal wieder zurück. Das bedeutet, wir sagen jetzt, okay, hier die gesamte Lava soll in diesen Export Bus auf jeden Fall hineinfließen. Okay. Und wenn wir jetzt hier unsere Lava hier in unser Terminal hereingeben, wird auch die Lava direkt in unseren durch unseren Export-Bus in unseren Tank im Grunde genommen hineingegeben. Wir können jetzt unsere Lava wieder einsammeln und das gleiche Spiel von vorne beginnen, wenn man das halt so möchte. Aber was wir auf jeden Fall noch sehen, ist, dass unser Wasser auf jeden Fall auf der Festplatte entsprechend noch gespeichert ist. So können wir auf jeden Fall dafür sorgen, dass bestimmte Maschinen Flüssigkeiten aus unserem ME-System ganz einfach bekommen. Und so viel auf jeden Fall zum Fluid Export Bus. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Tschüss!